Herzlich willkommen zu dem letzten Firelands Raid Guide von Alvatar und Iraya AOD. Dies ist der Guide zu Ragnaros, dem letzten Boss der Instanz und auch der schwierigste Boss der Instanz. Den werden wir uns jetzt einmal anschauen. Und da geht's auch schon direkt los. Wie ihr seht, Ragnaros befindet sich in dieser Lavapfütze da vorne und der Rest des Raids verteilt sich auf dieser gesamten Plattform. Wichtig ist, dass sie sich verteilen, möglichst 8 Yards Abstand zwischen jedem Spieler zu haben. Denn Ragnaros macht einen Random Nuke auf einen Spieler im Raid, der diesen Spieler zurückwirft und alle anderen Spieler, die um ihn rumstehen. Das heißt, damit möglichst immer nur einer von dieser Fähigkeit getroffen wird, sollten sich alle möglichst verteilt hinstellen. Getankt wird Ragnaros von 2 Tanks, weil Ragnaros einen Debuff auf den Tank macht. Dieser Debuff ist stapelbar, das heißt, er stackt immer höher. Und beim Debuff von 3, beziehungsweise kurz bevor der vierte Stack applied wird, sollte der andere Tank den Boss abspotten. Das geht immer so weiter, denn der Debuff bei dem ersten Tank läuft dann aus und sobald das geschehen ist, tauntet er den Boss wieder und er tankt wieder. Das zieht sich eigentlich den kompletten Kampf so durch, auch durch alle Phasen, außer den Übergangsphasen. Richtig, also Ragnaros hat mehrere Phasen, genau genommen hat er 3 Phasen und zwischen diesen 3 Phasen gibt es jeweils eine Übergangsphase. Dies hier ist Phase 1, wie ihr seht, und hier hat Ragnaros folgende Fähigkeiten. Als erstes macht er den Sulfura Smash. Das ist ein Hammerschlag, den er auf die Plattform setzt mit seinem Sulfuras Hammer. Und wie ihr seht, erscheinen an dem Aufschlagspunkt vorher 3 Lavapfützen. Dadurch erkennt man, wo der Hammer einschlagen wird, und von dieser Position sollte man sich möglichst schnell entfernen, jetzt gerade links im Bild zu sehen. Die 3 Pfützen geben außerdem an, in welche Richtungen die Lavawellen abgehen, die, sobald der Hammer einschlägt, von diesem Punkt ausgehen. Das heißt, möglichst auch nicht in dem Weg dieser Lavawellen stehen, denn sie schleudern zurück und machen relativ viel Schaden. Eine weitere Fähigkeit von Ragnaros in dieser Phase sind die Feuerfallen. Ragnaros spawnt zufällig eine Feuerfalle an eine gewisse Position. Feuer ist es durch einen großen Feuerstrudel zu sehen, der auf dem Boden erscheint. Dort sollten sich auch möglichst schnell alle Spieler wegbewegen, wie jetzt gerade rechts auf dem Bild zu sehen. Und diese Falle sollte auch kurz danach aktiviert werden, und zwar kontrolliert. Sobald ein Spieler diese Falle aktiviert, bekommt jeder im Raid Schaden und der Spieler, der sie aktiviert, wird hoch in die Luft geschleudert. Das heißt, es sollte möglichst ein Priester und ein Magier machen, sobald er hochgeschleudert wird, levitieren oder Federfall anmachen, um so den Fallschaden zu überleben. Wenn man das nicht tut, ist leider die ganze Plattform voller Fallen und man hat nachher keinen Platz mehr, sich aufzustellen. Was ihr jetzt hier gerade seht, ist die Übergangsphase von Phase 1 nach 2. Hier spawnen überall im Raum Sons of Flames, die auf den Hammer von Ragnaros zulaufen. Sie dürfen den nicht erreichen, denn sobald sie den erreichen, machen sie einen großen AOE, der sehr viel Schaden auf den Raid macht. Wenn 2 Adds durchkommen, ist es in der Regel Wipe. Die Adds sind stunbar und kickbar von Moonkins und Edelschamanen. Außerdem werden sie langsamer, umso weniger HP sie haben. Das heißt, sobald sie auf 50% HP sind, sind sie sehr langsam. Ziel ist es also, die DDs so aufzuteilen, dass jedes Add möglichst schnell auf 50% ist und so sehr langsam wird. Es macht hier Sinn, die Nahkämpfer auf die kürzere Seite zu stellen. Das heißt, wenn der Hammer auf der linken Seite steht, so wie es gerade der Fall war, stellt ihr die Nahkämpfer nach links und die meisten Caster auf die rechte Seite. Dadurch haben wir also die besten Ergebnisse erzielt. So, was ihr jetzt gerade seht, ist Phase 2 und da habt ihr auch schon die erste Fähigkeit von ihm gesehen. Ragnaros spawnt Samen bei jedem Spieler. Diese Samen machen beim Aufprall einen AOE-Schaden, das heißt, sobald sie kommen, müssen alle Spieler verteilt stehen. Sobald sie da liegen, werden nach ein paar Sekunden Adds aus diesen Samen spawnen. Diese Adds laufen auf die Spieler zu, auf jeden Spieler genau ein Add, und müssen weggebombt werden. Das heißt, sobald sie gespawnt sind, müssen alle knubbeln, schnell die Adds wegbomben und dann wieder verteilen. Wichtig ist auch, dass ihr hier immer nur die Hälfte der Plattform nutzt. Wie ihr jetzt gerade seht, stehen wir alle auf der rechten Seite der Plattform, damit die Seeds, also die Samen, alle auf der rechten Seite der Plattform spawnen und wir, sobald sie gespawnt sind, auf die linke Seite rennen können. Denn sobald die Samen halt hochgehen, also sobald die Adds rauskommen, machen sie auch nochmal einen AOE-Schaden und der Raid sollte sich möglichst dann nicht neben den Samen befinden, da sie sonst sehr viel Schaden abkriegen. So, die Samen sind gespawnt und wir laufen auf die linke Seite rüber
Und sobald die Ads rauskommen und auf den Raid zu rennen, knubbeln wir und bomben sie weg. Wichtig ist, auch hier in dieser Phase kommt noch weiterhin der Sulfura-Smash. Wie ihr gerade gesehen habt, kann der auch ganz ungünstig mal mitten im Raid erscheinen. Hier muss sehr stark aufgepasst werden, denn gerade in diesem Zerg, den ihr hier gerade seht, ist es teilweise sehr schwer zu sehen, den Aufschlagspunkt zu erkennen. Also aufmerksam sein und möglichst aus diesem Aufschlagspunkt rausrennen. Was außerdem noch kommt, ist, Ragnaros entfacht ein Drittel der Plattform mit Feuer, so wie jetzt gerade vorne bei den Nahkämpfern zu sehen, in regelmäßigen Abständen. Das kann entweder vorne bei den Nahkämpfern sein oder in der Mitte oder hinten. Wichtig ist, auch da nicht drinstehen, und das macht sehr viel Schaden. Aufpassen auch, die Animation ist hier ein wenig kleiner als die wirkliche Reichweite der Fähigkeit, also ruhig ein bisschen mehr Abstand halten. Im Endeffekt geht es jetzt so weiter, also die Samen sind wieder gespawnt, wir laufen wieder auf die rechte Seite, knubbeln, töten die Ads. Und das machen wir so lange, bis die Übergangsphase beginnt zu Phase 3. Das sollte jetzt auch gleich passieren, denn das passiert bei genau 40%. Und bevor das passiert, sieht man auch an der jeweiligen Stelle, wo der Hammer einschlagen wird, ein Feuer auf dem Boden. Das sieht man jetzt gleich auf der rechten Seite des Raids. Und dort wird der Hammer einschlagen und dort werden die Ads dann auch versuchen hinzurennen in der Übergangsphase. Die zweite Übergangsphase sieht jedoch ein wenig anders aus als die erste. Jetzt beginnt sie übrigens, wie man gerade rechts sieht im Bildschirm. Da ist das Feuer, da wird der Hammer einschlagen. Diesmal auf der rechten Seite, das heißt Nahkämpfer möglichst nach rechts, die Fernkämpfer auf die andere Seite. Was in dieser Phase anders ist als in der ersten Übergangsphase, es spawnen noch zwei große Ads. Diese großen Ads müssen getankt werden und werden erstmal von den Damage-Dealern ignoriert. Allerdings, sie machen einen Debuff auf einen zufälligen Spieler im Raid, also auf mehrere zufällige Spieler im Raid. Dieser Spieler hinterlässt an der Stelle, wo er steht, Feuerflächen. Dies sieht man jetzt gerade ganz gut bei unserem Holy Paladin Meox, dessen Perspektive wir hier gerade betrachten. Und diese Feuer sollten möglichst außen abgelegt werden. Denn sobald die kleinen Ads durch diese Feuer durchrennen, werden sie geheilt. Und wie wir bereits wissen, wenn sie geheilt werden, laufen sie schneller und erreichen den Hammer. Sie dürfen also nicht da durchlaufen, das heißt abseits ablegen, da wo keine kleinen Ads langlaufen. Dann sollte es auch kein Problem sein, wieder mit der Einteilung stunnen, kicken und die kleinen Ads möglichst gezielt downnuken, damit sie den Hammer nicht erreichen. Sobald das geschehen ist, beginnt auch schon Phase 3, wie es jetzt passiert ist. Und der Raid kümmert sich als allererstes um die beiden großen Ads. Die werden als erstes getötet und erst danach wird sich wieder Ragnaros zugewendet. Wie man jetzt gerade sieht, weiterhin entfacht er ein Drittel der Plattform, das heißt, wie jetzt auch gerade wieder bei den Nahkämpfern zu sehen. Weiterhin macht er auch seinen Sulfura-Smash, das heißt, die drei Pfützen, wo die Lavawellen rauskommen, in drei verschiedene Richtungen. Die neue Fähigkeit von Phase 3 sieht man jetzt gerade auf der rechten Seite des Bildschirms. Es kommt ein Meteor vom Himmel. Dieser Meteor wird vorher angekündigt durch einen Fleck auf dem Boden. Auch da sollte man möglichst rauslaufen, sonst wird man gewone-hittet. Und dieser Meteor sucht sich ein zufälliges Ziel aus, welches er verfolgt. Anders als in den bisherigen Phasen muss sich hier nicht mehr verteilt werden. Das heißt, der Raid kann sich ruhig in der Mitte versammeln auf relativ kleiner Fläche, damit die Leute, die von Meteoren verfolgt werden, viel Platz haben, um die durch die Gegend zu ziehen. Aber der Raid muss trotzdem aufpassen, denn jeder Spieler, der so ein Meteor berührt, wird von ihm gewone-hittet. Das heißt, auch Spieler, die nicht von ihm verfolgt werden, müssen aufpassen, dass der Meteor nicht durch sie durchrollt. Hier ist die Aufmerksamkeit jedes Spielers gefragt, denn es ist nicht immer möglich, die Meteoren so zu ziehen, dass der Raid nicht davon betroffen sein kann. Außerdem spawnen immer mehr Meteore, wie ihr gerade seht. Also hier ist der zweite gerade eben gespawnt und verfolgt jetzt einen weiteren Spieler. Und die wichtigste Eigenschaft der Meteore ist, wenn ihr sie angreift, dann werden sie zurückgestoßen und sie wechseln das Ziel. Das heißt, Ziel sollte möglichst sein, die Meteoren möglichst lang durch die Gegend zu ziehen, und wenn ihr merkt, ihr werdet fast von ihm eingeholt oder ihr habt keinen Weg mehr, wo ihr ihn langziehen könnt, dann greift ihr mit einem Fernkampfzauber an oder mit einem Fernkampffähigkeit oder einem Wurfdolch oder ähnlichem. Also jede Klasse sollte da die entsprechende Fähigkeit haben, um Schaden auf den Meteor zu machen. Und dann wird er das Ziel wechseln und sich einen anderen zufälligen Spieler suchen. Auch hier ist Aufmerksamkeit gefragt, das heißt, man sollte möglichst immer so viel Abstand zu dem Meteor haben, dass sobald er einem ins Ziel nimmt, man auch die Möglichkeit hat, wegzulaufen. Das wird gerade immer schwerer, umso mehr Meteore erscheinen.
Wie man jetzt hier gerade sieht, sind es schon 4 und es ist schon relativ viel Chaos auf der Plattform. Es sind auch schon die ersten Leute gestorben, die ersten Meteore sind explodiert, sonst wären noch weitaus mehr da. Allerdings gilt hier die Devise, einfach möglichst lange durchhalten, nicht zu sterben und den Boss tot zu zergen. Unseren Holy Paladin hat es hier jetzt auch erwischt. Und das ist allerdings nicht weiter schlimm, denn anders als zu erwarten ist, Ragnaros stirbt bereits bei 10% Lebenspunkten. Das heißt, ihr müsst ihn nicht auf 0 bringen, sondern 10% reicht. Dann wird er in seinem Lava-Pool verschwinden und der Encounter ist geschafft. Am Ende entsteht ein relativ großes Chaos, wie man jetzt gerade auch sieht. Also das war hier unser First Kill, der war nicht ganz so glorreich. Es lebten nicht mehr ganz so viele Leute am Ende des Kampfes. Allerdings hat es ganz knapp gereicht und mit ein bisschen mehr Übung und Konzentration ist auch ohne Probleme ein Kill drin, wo nicht so viele Leute oder gar keiner stirbt. Allerdings schaffen wir es hier trotzdem. Ragnaros wird jetzt gleich down gehen und ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß und ich wünsche euch viel Erfolg bei euren eigenen Versuchen.